Regen und eine steife Brise, wie man im Norden sagt. Schmuddelwetter. Aber trotzdem sind viele, viele gekommen. Vor den Michel, auch abseits der Prominenz auf dem roten Teppich. Um Abschied zu nehmen von ihrem Jan. Ich wollte einfach nur mal Tschüss, Janni, sagen. Lass es dir gut gehen. Ne? Und ja, Ruhe in Frieden. Er hatte gewisses Charisma, was er als Schauspieler verkörperte. Und das darf man nicht versäumen, wenn man sich leider von seinen Menschen trennen muss. Im Michel. 2000 geladene Gäste, Familie, Freunde, Kollegen, Weggefährten. Die Trauerfeier beginnt emotional. Zu den Klängen von Vedders La Paloma-Interpretation schreiten Marion, seine Frau, und der beste Freund zum Sarg. Empfang von Hauptpastor Röder. Sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Wir sind hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von Jan Vedder. Sein Tod hat viele Menschen in unserer Stadt und im ganzen Land erschüttert und traurig gemacht. Aber nicht nur Trauer ist ein Thema. Musik seiner Lieblingsband Deep Purple, Child in Time, das hatte sich der Volksschauspieler gewünscht, der selbst als Sänger 2 CDs veröffentlicht hat. Den richtigen Ton trifft auch der Hamburger Polizeipräsident für seinen Ehrenkommissar. Dein rauer Charme, deine Gelassenheit, deine Geradlinigkeit, deine direkte Art, dein Herz und der Schalk im Nacken hat gut zu uns gepasst. Mit über 30 Jahren Großstadtrevier wirst du immer zur Familie der Polizei Hamburg gehören. Dann findet auch Marion Vedder bewegende Worte am Sarg ihres Mannes. Hier im Michel haben wir vor 20 Jahren geheiratet. Dass ich dich hier heute beerdigen muss, tut mir unendlich weh. Aber sei dir gewiss, dein Platz in meinem Herzen wird auf ewig mit Liebe gefüllt sein. Ich liebe dich so doll wie man. Herausgetragen wird der Sarg von 6 Hamburger Polizisten. Das Ende einer Trauerfeier, die wunderbar passte zum Leben von Jan Vedder. Ich bin so gern mit dir zusammen. Ach, wunderschön und ganz im Sinne von Jan. Im Anschluss die letzte Fahrt. Über den Kiez, die Reeperbahn, sein St. Pauli. In Hamburg sagt man Tschüss, Tschüss, Jan Vedder. Und einer, der Jan Vedder sehr gut kannte, war Bernhard Gleim. Er war Leiter der NDR-Serienredaktion und mitverantwortlich für das Großstadtrevier. Wir haben es gerade gesehen, die Trauerfeier im Michel war sehr bewegend. Wie haben Sie die erlebt? Ich habe die genauso erlebt, wie das die vielen Zuschauer, die in der Sendung vorhin gesprochen haben, es gesagt haben. Es war eine Feier, wie er sie sich gewünscht hätte. Und die als Feier ein Ausdruck auch seiner Persönlichkeit war. Also das fing an bei diesem Einzug mit seiner Frau und dem Produktionsmann an der Seite. Eine Erinnerung an die große Liebe, die die beiden verbunden hat. Das ging weiter mit den Liedern. Knocking on Heaven's Door, nicht? Also die Vorahnung schon. Da habe ich an den Jan gedacht, wie er früher war. Dann aber auch natürlich der Gesang der Michel. Das ist ein Teil seines Lebens gewesen. Da ist er konfirmiert worden, da ist er getauft worden, da hat er geheiratet. Da sieht man also auch den Wunsch in der Trauerfeier, so etwas noch mal abzurunden. Und dass es dann weitergeht mit der Geburtstagsfeier, wo ordentlich gefeiert wird und auf ihn dann auch angestoßen wird. Ich glaube, das wäre auch ganz in seinem Sinn gewesen. Das passt tatsächlich zu dem Menschen Jan Vedder, so wie Absolut. Ich ihn eben auch erlebt habe. Noch mal im Zwick einen trinken. Ja, das gibt ja den schönen Satz vom Kind von Traurigkeit. Er war sicherlich kein Kind von Traurigkeit, obwohl er auch in seinen Rollen ja doch sehr melancholische, tief sitzende Emotionen spielen konnte. Das widerspricht sich aber nicht. Bei ihm jedenfalls hat sich das nicht widersprochen. Er war da ganz zu Hause, wo man feiern konnte, wo es Spaß gab, wo man sich aber auch über bestimmte Themen auseinandersetzen konnte. Also ich glaube, so jetzt in so eine Art von endlosem Traurigsein zu verfallen, das wäre garantiert nicht sein Ding gewesen. Und es bleibt ja auch was. Was bleibt Ihrer Meinung nach? Naja, also in den verschiedenen Reden, zum Beispiel von Volker Herres, ist es ja angeklungen, nämlich ein Volksschauspieler. Also das heißt einer, der auf eine ungewöhnliche Weise und vielleicht nicht wiederkehrende Weise Nähe zum Publikum und zu seiner Herkunft, zu seiner Stadt, zu Hamburg verkörpert. Ich glaube, das bleibt.
Dankeschön, Bernhard Gleim. Ja, Jan Fedder war Volksschauspieler. Er konnte Charakterrollen in Lenz-Verfilmungen darstellen und war gleichzeitig norddeutsches Original in der NDR-Serie Neues aus Büttenwerder. Wenn einer wie ich oder du mal sein Leben aufschreiben würde, das würde einschlagen wie eine Bombe. Ja, wir blicken jetzt an den Ort, an dem Jan Fedder jahrelang diese Serie gedreht hat, nach Grönwohl zu meiner Kollegin Lisa Knittel. Lisa, wie verabschieden die Menschen ihn dort? Ja, mit ganz traurigen und zum Teil auch ja liebevollen Gesten. Wir haben hier den ganzen Tag vor dem Gasthof verbracht im Ort. Und das reicht schon, um zu sehen, dass alle 10 Minuten hier wirklich ein Auto anhält. Fans aussteigen, Anwohner aussteigen. Sie legen Blumen nieder oder halten kurz Andacht vor dem Brakelmann-Trecker, der hier vor dem Eingang geparkt ist und eine schwarze Flagge heute gehisst hat. Andere Fans wiederum haben einen Lütt- und Lüttkorb auf dem Brakelmannhof niedergelegt, um Jan Fedder ein letztes Abschiedsgeschenk zu machen und ihrem Idol zu gedenken. Ich habe eine Frau getroffen, die war den Tränen wirklich nah. Sie fährt hier 2-mal am Tag aufgrund ihrer Arbeit durch den Ort und sagt, sie kann sich gar nicht vorstellen, wie das sein soll, bei den Dreharbeiten im Sommer nicht mehr ihren Jan Fedder sehen zu können und zu wissen, er ist hier und dreht wieder für Büttenwader. Aber nicht nur diese Frau habe ich getroffen, wir waren auch bei dem Nachbarn vom Brakelmannhof, dort wo Jan Fedder sein fiktives Zuhause hatte hier in Grönwohl, und haben mit ihm geredet und haben eine Frau getroffen, die für Büttenwader-Fans Radtouren anbietet. Ich glaube, das wird ein Gedenkjahr für Jan Fedder werden. Und es werden Teilnehmer kommen, die genauso wie ich alles noch mal sehen möchten, sich noch mal da hinein vertiefen möchten, an ihn erinnern möchten. Und das möchte ich selbst machen. Eigentlich immer nett. So, dass man eigentlich gesagt hat, Mensch, ich freue mich schon, wenn er das nächste Mal kommt. Da kann man wieder eine Runde mit ihm schnacken. Nun kommt er nicht mehr. Das ist sehr traurig. Und nach Drehschluss hier in dem Dorf Krug, da stand dann immer Frau Oetchen hinterm Tresen. Und Frau Oetchen, Sie haben mir erzählt, hier als Wirtin, Jan Fedder war derjenige, der für Zusammenhalt gesorgt hat. Wie meinen Sie das? Ja, so nach Drehschluss hatte er immer noch die Idee, gerne auf dem Absacker gemeinsam zusammenzusitzen. Er hat auch nicht nur die Fernsehfamilie herangeholt, sondern auch, wer noch dabei stand, Touristen, Freunde, Bekannte. Dann gab es noch ein kleines Getränk oder er gab den zur Hälfte des Drehs das fürs Bergfest, das Grillfleisch aus. Wir haben hier oft gesessen. Es gab ein Eis. Er hat immer dafür gesorgt, dass was da war und dass man noch gemeinsam da saß, zusammensaß. Danke, Frau Oetchen. Ja, wirklich ein trauriger Moment, ein trauriger Tag heute. Nicht nur für die Grönwolder, sondern auch für alle hier in den Ortschaften, dass Jan Fedder nicht mehr da ist.